Seit einigen Wochen stand ich nun Abend für Abend in meinem Garten, um die Gewächse, die wirklich wertvollen Gewächse, zu gießen. Es war eine Dürrezeit eingetreten und man sah, dass der Rasen vollkommen braun wurde. Es war wie Heu, wenn man darüber ging. Alles schien zu vertrocknen. Man vermisste fast schon das Geräusch der Rasenmäher in der Nachbarschaft. Aber trotzdem, es war nötig, die wertvolleren Gewächse zu gießen, weil sie nicht ihre Wurzeln tief genug in der Erde hatten. Selbst Bäume wurden vorzeitig braun, sie verloren ihre Blätter, die Rinde war schon am Aufplatzen und es war wirklich zu wenig Wasser für die, die ihre Wurzeln nicht tief genug in der Erde hatten, um an Wasser zu kommen. Als ich da so stand und mit meinem Wasser jeden von meinen Sträuchern da bedachte, fiel mir dieser Psalm 1 ein. Der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Dieser Psalm spricht von einem Menschen, der in Gottes Gegenwart ist, der gepflanzt ist in Gott, der seine Wurzeln tief gemacht hat im Herrn, der von ihm Wasser zieht, den Heiligen Geist in seinem Leben wirken lässt, der angeschlossen ist an den Zufluss, den Gott in sein Leben hineingeben will. Dieser dritte Vers in dem Psalm 1, das ist wie, manchmal denke ich, das ist wie ein Kalenderblatt. Diese Wasserströme, dieses Überfließende, dieses Erfrischende, dieses Laub, was nicht welkt, egal wie groß die Hitze ist, und diese Zuversicht in diesen Worten, alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist etwas, was uns neu anspornen soll, unsere Wurzeln wirklich, wirklich tief zu machen in dem Herrn. Uns einzugraben in sein Wort, dieses Wort, was wie Wasser in unser Leben hineinfließt, uns ermutigt, uns ernährt, uns erfrischt, uns dazu bringen kann, dass wir überhaupt Frucht bringen können. Das ist das, wovon dieser Psalm spricht, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. Und wenn die Hitze kommt, die Blätter nicht dürr werden, der Frucht bringt zu seiner Zeit, der ausgerichtet ist auf den Herrn. Das ist etwas, was ich dir heute zusprechen möchte. Sei gepflanzt im Herrn. Ernähre dich von seinem Wort. Nimm von dem Wasser des Heiligen Geistes, das dich erfrischt. Gerade wenn die Hitze da ist, gerade wenn Herausforderungen da sind, brauchst du diese Erfrischung durch den Herrn. Gott hat mehr für dich.